Ach, wisst ihr was, Freunde? Ich habe so viel Speicher auf meinem Handy. Da machen wir noch die ganzen FNAF-Teile dazu. Das heißt, jetzt kommt FNAF 4. Diesmal bin ich aber wirklich excited. Weil der Teil ist wirklich mein Favorit unter den ganzen 5 Teilen. Das wird geil. Mal schauen, wie ich mich schlagen werde. Jetzt ist aber irgendwie meine Cam ein bisschen. Obwohl, ich hoffe, es geht. Warning! Listen carefully. If you hear breathing, hold the door shut. If you do not hear breathing, then use a flashlight. Ah, wie schön. Wie ich das gemisst habe. Siehst du, es funktioniert nicht. Siehst du, es geht nicht. Ich mache das Licht an, ich will auf die Nase drücken. Es geht nicht. Es geht fucking nicht. Oh, ist ja bestimmt. Auch pro Nase, ich habe es jetzt in FNAF 3 vergessen. Shit! War hier zu abgelenkt von dem scheiß Springtrap. Hätte ich wohl doch die Tutorial-Nacht machen müssen. So ein Shit. So, jetzt muss ich ein bisschen lauter machen. Ich weiß, es wird mir den Kopf meine Ohren kaputt ficken, aber ich muss jetzt nur mal mich auf mein Gehör verlassen. Wir haben jetzt keine Kameras mehr. Jetzt müssen wir uns auf unser Gehör verlassen. Das heißt, ich muss leider ein wenig laut machen, auch wenn es mir die Jumpscares mir dann die Ohren kaputt ficken. Das Risiko muss ich eingehen. Und immer schön in Bewegung bleiben, nicht dass uns der gute Freddy killt. Wissen ja alle, die das Spiel gespielt haben. Immer hin und her gucken, wenn noch keiner da ist. Und sobald man Geräusche hört, dass sich irgendwer bewegt, gleich nachkommen. Hey, ich glaube, ich habe schon jemanden wegen gehört. Ja, if you hear the breathing, hold the door shut. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Kannst wegmachen. Du kannst es wegmachen. So, hier, ihr seid auch noch nicht da, gut. Ich habe aber irgendwie laufen gehört. Ja, immer noch. Warning, ja, ganz toll. Ich passe ja schon auf. Sage ich und blinke hier mit meinem Licht hier rum. Und spiele mit meinem Licht rum. Bin ja richtig carefully hier. Naja, ich bin eher excited als carefully. Oh, ich sollte lieber. Anstatt so excited zu sein, sollte ich lieber wirklich aufpassen. Sonst sterbe ich wirklich noch in Nacht 2. Nacht 1. Ich bin verblöd. Wir spielen nicht FNAF 3, wo wir Nacht 2 schon gestartet haben. Nacht 1. Wir sind erst in Nacht 1. Wir haben 2 Uhr. Sollte ich doch lieber meine Facecam hier links hin machen jetzt? Oder in die Mitte? Ja, machen wir in die Mitte hin. So, machen wir mal in die Mitte hin. Ja, ich würde sagen, so machen wir das. Okay. So kann ich an beide Dinger hier rankommen. Ein bisschen mehr in die Mitte. So, das kann ruhig das Warning überdecken, weil das brauchen wir eh nicht. Ist ja eh nutzlos. Kann man mal überdecken. Ah, Chico ist in der Küche. Gut. Dann brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Aber wenn Chico schon da ist, das heißt, es ist Bonnie. Lol. Mein anderes Handy wie Art vibriert da hinten. Hä? Nee, das liegt da hier. Was ist denn da hinten? Keine Ahnung. Ich habe nicht gewusst, dass ich ein drittes Handy habe. Ja, hier kann ich ja ruhig rumblinken. Chica ist in der Küche. Du bist safe. Aber boah, nee. Ich höre jemanden hier rumgraunchen. Boah, nee. Schnell das geht, ey. Zack, 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 zack. Alter, so schnell könnte ich nicht Licht an- und ausschalten. Aber es ist auch ein Spiel. Im Real Life würde sowas nicht gehen. Zack, 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 Alter. Der schnelle Finger. Digga. Mit Hyperspeed kriegt er das Licht an- und aus. Okay. Oh, jetzt genug Spaß gehabt. Jetzt ist 4 am. Oh, ich erschrecke mich immer aufs Neue. Ich sag's es. Ich sage schon. In wenigen Sekunden fickt mich jetzt irgendeiner weg. Ich sag's euch. Hab's gehört. Ich kann aber nicht hören, ob es links oder rechts ist. Ah, es war links. Ah ja, einmal hast du mich erwischt, aber ein zweites Mal nicht.
Okay. Genug. Ich hab keinen Plan. Ja, Hund, bell nicht, nerv ich nicht. Du hast um diese Uhrzeit nicht mehr zu bellen. Fresse da draußen. Ich muss sie hören. Ey, wirklich, ich hab echt Schisse wie beim ersten Spielen. Ich glaub's nicht. Chill. Alright, ich hab alles in Kontrolle. Ah, hi. Hi. Stress. Okay. Surprise! Ja, okay. War keiner da. Surprise, Motherfucker. Ja, aber jetzt ohne Spaß. Ich kann mir keinen Scherz erlauben. Aber die erste Nacht haben wir total einfach geschafft. Ja, genug rumgepiept. Ich weiß, dass es 6 Uhr ist. Oh nein, jetzt kommt mir das Plush-Trap, nicht Springtrap. Hier sind nicht im FNAF 3. Springtrap, genau. Hier, Plush-Trap. Hui. Ja. Aber wir, wo sie gewesen ist, der Sound eingefügt. Hi. Wir haben auf jeden Fall genug Zeit. Dann können wir die 2 Stunden der Zeit noch drüber springen. Das wäre schon geil. Okay, jetzt aufpassen. Obacht. Ich habe keinen Bock auf einen Jumpscare. Aber so gar nicht. Komm jetzt. Komm ran. Oh. Ich mag sowas nicht. Oh, Mann. Bro. Wo ist denn der? Nicht, dass er mir jetzt Jumpscare hier. Das war Minispiel Nummer 1 und ich hab's verkackt. Nicht so geil. Und so gar nicht. Aber jetzt Concentration. Erst noch konnten wir noch Spaß haben und so, aber jetzt ist nicht mehr gut Kirschen essen. Mit diesen Animatronics. Jetzt wird's ernst. Und ich sehe es jetzt schon, ich werde mich so erschrecken, wenn ich einen Jumpscare in die Fresse kriege. Ich sehe es jetzt schon. Bei diesem Wesen ist es gut, diesen. Ah, Chickas wäre in der Küche, okay. Oh, und jetzt kommt noch Foxy dazu. Oh nein. Auf dich habe ich aber so gar keinen Bock. Nein. Okay, Foxy ist rechts. Das wären Bonnie und Chica nicht schon nervig genug. Kommst du noch daher? Ja, hier kann ich ruhig leuchten. Da ist Chica ja nicht da. Oder zumindest in der Küche. Somebody hier? Ich höre jemanden laufen. Ich höre jemanden laufen. Bist das eventuell du? I don't care. Warten. Okay. Das war laut. Die braucht manchmal ein bisschen länger. Aber hier auch nicht. Okay.
Okay. Alright, bisher. Nein. Scheiße. Alter, dieser Teil ist so gut. Chica. I don't give a fuck. Wo sind Foxy eigentlich? Sterbe ich nicht durch Foxy oder was? Ist er schon drin? Nee. Wo ist denn der? Ich höre den gar nicht mehr. Where the fuck are you? Du läufst da gar nicht mehr rum hier. Okay. Ah, jetzt rennt er wieder rum. Jetzt bist du links. Warten. Warten. Und los. Obacht. Schattexer da. Er ist dort. Warning. Listen carefully. Mach ich. Aber dabei quatschen ist nicht so gut. Ja, jetzt gehst du wieder nach rechts hier, ey. Bonnie, 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 Bonnie. Arschloch. Chica. Jetzt geht's auf Hochtour hier. Bist du drin? Nein. Aber so, gleich, wenn ich so weitermache. Okay. Okay, jetzt bin ich drin. Jetzt ist er. Ich muss erstmal links gucken. Ach, er kommt sogar nach links. Dankeschön. Chica ist in der Küche. Da bin ich also safe. Okay, da ist niemand. Jetzt ist Foxy wieder rechts. Da kann ich ruhig leuchten. Geh weg, du dreckiger Fuchs. Da bist du schon drin. Nö. Wer grounds denn hier schon wieder rum? Du, Alter. Geh weg. Schon wieder jemand. Chica. Okay. Bist du nicht zufrieden? Aber wie sagt man so schön, nicht den Morgen vor den Abend loben. Oder in diesem Fall nicht die Nacht vor dem Morgen loben, wo er hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass rechts links. Boah, der Ground steht ja schon irgendwer rum, ey. Uah. Ich wusste es, dass ich mich erschrecke. Ich wusste es. Aber irgendwie komme ich dann immer mit dem Finger vor der Cam. Sorry. Boah. Aber die Jumpscares sind einfach zu gut. Sorry. Dagegen sind die FNAF 1, 2 und 3 Jumpscares ein Nichts. Die sind einfach immer wieder aufs Neue gut. Aber das finde ich gut. Das finde ich gut an dem Teil. Ist ja, wie schon gesagt, am Anfang mein Favorit unter den FNAF-Teilen. Es wird auf immer so bleiben. Da kann mir Sister Location bringen, was es will, und da kann mir auch der sechste Teil bringen, was er will. Der vierte wird für mich immer mein Favorit bleiben. Basta.
Oh. Ja, komm. Was kommt da ran hier? Muss er schon wieder Foxy? Ich denke immer, dass er drin ist. Weil es war auch so ein Bug, naja. Kennt die Version, dass man nicht gehört hat, wenn Foxy drin war. Und ich höre ich auch so schwer, wenn er gegangen ist. Das war das Problem bei Chica. Ich habe einfach nicht gehört, bis die gegangen ist. Oh, in der Küche. So gefällt es mir schon besser. Und solange ich Foxy auch hier rumrennen höre, bin ich auch sicher. Okay, rechts. Links. Sie ist schon wieder verwechselt, ey. So ein Scheiß. Nach rechts wieder. Ich muss aber kurz wegen Bonnie warten. Okay. Bist du drin? Nö. Ah, da war Foxy. Da war. Jetzt ist er wieder nach rechts gegangen. Hey. Ich hab da aber Foxy gesehen. Och, wer kommt da jetzt schon wieder? Ey, ich höre sie. Haut ab. Go away. I don't like you. Okay. Ich höre euch. Ich habe ihn auch gehört. Ach, warst du gar nicht. Chica. Ja, hi. Bin aber nicht so excited, dich zu sehen. Aber diesen Screen sehe bin ich. Auf diesen Screen bin ich sehr excited. Ist ja mein bester Lieblingsscreen hier. Und ich würde sagen, für diesen Teil lassen wir uns auch mehr Zeit. Aber es ist okay, spätestens ist okay, ich müssen uns mehr Zeit lassen, weil das ja ein komplett anderes Prinzip ist. Spätestens da müssen wir uns mehr Zeit lassen. Aber ich würde sagen, auch hier lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit. So. Oh, was ich gerade bewegen. Ich verkack mal wieder vollkommen. Er kommt ja nicht mehr vom Stuhl runter, ey. So. Na, ah, ich wollte gerade rauskommen. Na, ah, letzte Sekunde. Bäm. Und nochmal. Das geht nicht. Ich konnte es einmal ganz gut, aber. Keine Chance. Ich würde sagen, jetzt versuchen wir den einen Versuch noch und dann gehen wir zur Circation über.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Foxy, der nervt dich schon mal. Zack, 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 mal wieder. Super! Ah, Chica ist in der Küche. Das ist eine gute Voraussetzung, wirklich. Ha, weg mit dir. I'm not so excited, euch zu sehen. Sag doch, ich bin nicht excited, euch zu sehen. Weg, gut. Ich höre euch. Ja, ist gut. So. Holy fuck. Oh, fucking hell. Ja, du stehst schon wieder da. Drinne. Ja, jetzt habe ich... Jetzt hab ich... Ich wusste, dass das mir wieder Hölle auf Erden bereitet. Ah, steht doch da. Ich muss aber wegen Bonnie gucken. Ja, hau ab. Chica setzt mich zumindest in Ruhe. Die ist in der Küche. Okay, weg. Foxy. Ja, hi. Ich mag dich aber nicht. Immer noch da. Danke. Bonnie. Okay. Die vier. Und Foxy. Oh, Alter, ich hab so Glück, dass Chica gerade in der Küche hängt, mich in Ruhe lässt. Irgendwas zu Bonnie. Der hat nichts Besseres zu tun, als mir das Leben schwer zu machen. Oh no. Ist dann aufgehört. Nee, nicht so schön. Aber so gar nicht, gar nicht. Okay. Vorerst lassen Sie mich in Ruhe. Zu. Ich will gar nicht erst Foxy sehen. Ich weiß, dass er da drin ist. Okay, der ist schon süßer. Den mag ich. Der ist süß. Den würde ich mir gerne aufs Bett setzen. Aber da sitzt jetzt schon der Freddy. Von da ist da kein Platz. Ja, Chica, du willst mir wieder an den Kragen, ist schön. Ja, ist gut. Ja, ihr wollt mir auch in den Kragen. Foxy auch wieder. Haben wir ja alle hier am Start hier. Ja, da kommen sie wieder alle. Die nutzen das aus. So. Mein schöner Foxy. Ah, Chica ist in der Küche. Oh, Alter, was für ein Lack habe ich. Ich höre dich. Ja, jetzt schnell, Foxy. Okay. Tierviecher. Chica, die ist wieder da, glaube ich. Nope. Die ist immer noch in der Küche, tatsächlich. Okay, dann gleich noch zu Bonnie. Bonnie! Okay. Jetzt aber. Chica! Nein! Oh, Foxy, ich halte doch zu. Ich halte doch zu, hör auf zu blinken. Oh, Scheiße. Ah.
Fave-M. Was ist los hier? Weg! Chica! Geh weg! Puppe! Foxy! Oh. Die gehen ja mal wieder richtig ab hier. Die hauen ordentlich auf die Tube hier. Das finde ich irgendwie sogar gut. Ja! Bonnie! Weg! Viecher! Chica! Heute wird nicht mit mir gespielt. Habt ihr mich verstanden? Foxy auch nicht. 6 Uhr. Ich brauche dich. Ja. Ich glaube, sie überlassen was sogar. Es sei denn, ich schaffe mal das Minispiel. Dann mache ich noch Nacht 4, aber ich bin mir sicher nicht. Ja, oh mein Gott. Oh, fucking hell. Okay, dann machen wir es doch noch. Dann versuchen wir es. Wir haben ja noch genug Zeit für Sister Location. Hoffentlich. Selbst wenn wir noch über die 2 Stunden kommen, ich nehme mir die Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Wäre zumindest sehr nett. Ich mache das ja schließlich alles nur zu eurer Unterhaltung. Oh, ich höre schon die Viecher. Oh mein Gott. Ich befürchte aber, wir werden elendig versagen. Also schließe ich jetzt in die letzte Nacht mit den Viechern. Danach kommt Fredbear. Gas in der Küche. Sehr, sehr wichtig. Oh mein Gott. Erstmal. Schnell. Bist du weg? Ja. Wichtig, dass Chica in der Küche ist. Das hätte ich ein Riesenproblem. Keine Zeit. Sorry. Jetzt aber schnell.
Oh, da waren schon drei Stück, Alter. Nur mal kurz Foxy, Bonnie. Okay, warum sonst? Foxy. Okay. Chica erstmal. Bonnie. Oh mein Gott, ich habe ihn noch hinten bei mir gehört. Aber oh, wir haben es trotzdem geschafft. Alter Schwede. Dafür auf jeden Fall ein Like da lassen. Okay, dann machen wir doch noch Nacht 5. Jetzt kommt Fredbear. Aber den muss ich doch drauf haben. Den muss ich doch fucking drauf haben. Vor allem mit Kopfhörern. Mit Kopfhörern ist das total easy. Okay. Vielleicht können wir sogar 2 Stunden überspringen. Okay. Und? Ha! Du Loser! Jetzt kriegst du irgendwie wieder hin. Uiuiui, jetzt kommt das Finale. Oh mein Gott. I'm excited. Aber nach 6 machen wir nicht mehr. Das kannst du vergessen. Was mache ich denn? Wo ist er? Fuck yeah. Wo ist er? Oh, hinter mir. Alter Schwede, hätte ich beinahe verkackt. Ja, Alter. Nervensäge. Alter, ich liebe Fredbear. Obwohl er so nervig ist, liebe ich ihn. Einer meiner absoluten Lieblings-Animatronics. Vor allem von Aussehen her. Geil, yeah. Ich liebe es. Aber genauso gut bin ich auch darin. Bist hier. Nehm mich nicht auf den Arm, du bist hier. Oder doch nicht? Arschloch? Was soll das? Ja, jetzt kommen wir doch nicht mit Facebook hier. Hau ab da. Oh, ich hasse Facebook. Ich sollte ihn eine Benachrichtigung machen. Kein Kommentar. Einmal ein Fehler und du hast verkackt. So ist es halt befürchtet, ja.
Aber das finde ich irgendwie auch so geil an ihm. Aber anstatt meine Meinung hier zu Frappe zu sagen, sollte ich mir lieber aufpassen, dass ich hier ihn auch mal erwische. Ich wusste es. Du bist gar nicht drin, oder? Du bist gar nicht drin, oder doch? Doch. Alter, ohne Kopfhörer habe ich mir jetzt gar nicht erst vorstellen, Alter. Wie asozial das ist. Du bist da. Du Hurensohn, wo bist du jetzt schon wieder? Oh. Bro, wo bist du? Wo ist der? Ich schaff das heute. Ist mir scheißegal, wie lange es dauert. Fucking hell. Vorher spiele ich in die Sister Location. Ehe ich nicht Fatbear besiegt habe, mache ich keinen Sister Location. Scheiß drauf. Zieh ich halt den Party die Länge. Ist mir scheißegal. So leicht wirst du mich nicht los, Fatbear. Kannst du den Part von mir in die Länge treiben? Wo ist er? Da. Ganz, ganz lustig bist du. Nein. Du bist da, siehst du? Boah! Ja, jetzt ist es zu spät, Kumpel.
Jetzt muss er auch nicht mehr lachen. Das habe ich dich schon gesehen. Boah, entscheid dich mal. Ja, Junge. Junge. Wo bist du? Brauchst mich nicht auf dem Verarschen. Ich hab dich. Ich kenne dich. Du bist schon zu Genüge besiegt. Ja, ist gut. Du Spasti, Alter. Ich bin angetäuscht und du gehst schon wieder nach rechts. Wir sind damit einfach den Nintendo in Ruhe zu lassen. Na komm jetzt! Im Schrank. Ja, hi. War aber wieder verdammt knapp. Uhr ist schon mal ein neuer Rekord. Also für diesen Part. Das gespielt habe ich ja eigentlich schon lange. Nur noch 1000 Mal. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Hallo? Ja, okay. Komm. Danke. Holy fuck, Alter. Ist echt so knapp. Ja, 6M, komm, jetzt beend es. Beend es. Jetzt voll 6 Uhr. Bevor mich nochmal hier verarscht. Ja, während er so lange hier so rumgrounge ist er... Oh, danke schön. Oh mein Gott, danke schön. Wow, es hängt immer noch... Das YouTube, falls es interessiert, YouTube hängt immer noch an der gleichen Stelle rum. Obwohl wir schon seit fast 2 Stunden hier rumgammeln. Hä? What the fuck? Gott, ist doch nach 6 hinterher, oder was? Ich will nicht nach 6 nochmal hier machen. Da hast du mich nicht richtig verstanden, Spiel. Ich verzichte gerne. Das ist eh verkackt. Toll. Ja, das startet einfach nach 6 durch. Na dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der Sister Location, bevor ihr wirklich noch die Nacht. Ja, Nacht losgeht, du dich immer killt. Bis zum nächsten Mal. Lol, ich sag so bis zum nächsten Mal und 2 Sekunden später kommt noch Sister Location. Ja, Epic Fail, ich weiß. Aber ja, nicht bis zum nächsten Mal, sondern bis gleich, wo er. Aber wir haben es gleich hinter uns, jetzt nur Sister Location. Wo wir auch mal wieder so ein paar Minuten Mütchen wieder investieren werden, weil jetzt ist es ja ein vollkommen anderes Prinzip mit den Nächten, wie wir alle wissen. Und da müssen wir uns etwas mehr Zeit nehmen. Vielleicht sogar mehr Zeit als 5 nach 4. Mal schauen. New Game. Ob es jetzt schon nach 4 wird mich eh wieder ficken. Das sehe ich jetzt schon. Welcome to the first day of your exciting new career.
Aber wir sind Texte wesentlich ein bisschen verkürzt, weil für diesen Part ist es schon gut. Ja, wir kennen das Quatsch eh schon, weil ich jetzt so ein Part schon Let's Play davon gemacht habe. Ich kenne die ganzen Texte schon. Ja, von daher ist es schön, dass sie verkürzt sind. Ja, Ex-Benedict. Sparzeit für dieses Video. Aber naja, wohl stimmt, wir haben ja nur Nacht 1 bis 4 gemacht, den Rest habe ich ja offscreen gemacht, stimmt ja. Dann haben wir ja in der Custom Map weiter gemacht. Wir sagen, nee, ich könnte euch ja irgendwelche anderen kompletten Let's Plays angucken. Empfehlen kann ich euch zum Beispiel Corrupted oder so. Die machen das eigentlich ziemlich gut. You can now open the elevator using that bright, red and obvious button. Ja, den sehe ich zum Glück. Diesen riesigen roten leuchtenden Button. Der ist zumindest schwer zu übersehen. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day. Oh, die Geräusche fehlen. Ich kann leider nicht hier drauf tippen. Der hier? Scheiße. Dieses geile Gelächter von diesem Vieh hier, war so geil. Gibt aber hier leider nicht. Schauen wir mal, wie es der Ballora so geht. Ja, lass mich jetzt. So, Ballora ist nicht da. Wunderbar. Nicht wunderbar. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Jo. Maybe that will put the spring back in her step. So, geben wir ein bisschen Motivation mit diesem Control Shock. Bam, schön. Hat ihr bestimmt geschmeckt. Let's check the light again. Jo. Wie sie da regungslos dasteht. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform. In der PC-Version hat sie wesentlich rumgetanzt. Aber hier steht sie einfach nur still da. This is the fun time.